herzlich willkommen hier aus Teneriffa mit einem neuen 100-Sekunden-Tipp. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffen würde. Eine weitere Variante für deine regenerative Trainingseinheit. Wenn du sowieso nur locker vor dich hinschwimmst, mach doch Folgendes. Überleg doch einfach mal, ob es nicht ein paar Elemente gibt, die du dennoch berücksichtigen kannst, die eine Wettkampfrelevanz besitzen oder eine technische Relevanz. Das könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, meine regenerative Trainingseinheit ist zwar locker, aber jede einzelne Wende werde ich gut durchführen. Das kann eine Variante sein. Eine zweite Variante könnte sein, mein Training ist regenerativ, aber ich atme diesmal bewusst. Dritte Variante, mein Training ist regenerativ, aber jeder Anschlag wird ein guter Anschlag. Weitere Variante, mein Training ist regenerativ, aber jeder Start zu den einzelnen Intervallen erfolgt vom Startblock mit einem guten Start, einer guten Übergangsphase. Und schon machst du noch mehr aus deinem regenerativen Training. 100 Sekunden vorbei. Ich glaube noch nicht, ich weiß es zwar nicht, aber ich sag mal ganz schnell Tschüss aus Teneriffa. Vielen Dank für einen Daumen hoch, für dieses Video, für diesen Tipp. Und wenn du mit uns hier mal schwimmen möchtest auf Teneriffa, dann schau auf unsere Website t3-training.de und dann schwimmen wir hier mal gemeinsam. Ein bisschen regenerativ, aber immer auch mit ganz vielen sinnvollen Aufgaben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier aus Teneriffa.